Hallo und schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Aufgabe zum Thema Zufall und Wahrscheinlichkeit löst, bei der es darum geht, dass ohne Zurücklegen gezogen wird. Hierzu verwende ich diese Aufgabe. In einer Tüte befinden sich 8 rote, 7 gelbe und 5 grüne Gummibärchen. Lea zieht ohne hinzuschauen 2 Gummibärchen. Du sollst 2 unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten berechnen. Einmal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Lea 2 rote Gummibärchen zieht? Und dann noch, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kein gelbes Gummibärchen erwischt? Am besten erstellst du dir zur Lösung einer solchen Aufgabe ein Baumdiagramm. Dabei steht diese erste Ebene hier für das erste Gummibärchen, welches Lea aus der Tüte zieht. Jedes einzelne Gummibärchen, also jede einzelne Farbe, beschrifte ich jetzt mit der passenden Wahrscheinlichkeit. Also mal schauen, ich habe 8 plus 7 plus 5, also 20 Gummibärchen insgesamt. Bei jedem Bruch trage ich also 20stel ein. Dann übernehme ich noch die 8 roten, die 7 gelben und die 5 grünen Gummibärchen jeweils im Zähler. Nun kommt die zweite Ebene meines Baumdiagramms hinzu. Diese symbolisiert das zweite Gummibärchen, welches gezogen wird. Da Lea ja bereits schon ein Gummibärchen aus der Tüte entnommen hat und dieses nicht zurückgelegt hat, verbleiben für das zweite Gummibärchen noch insgesamt 20 minus 1, also 19 Stück, welche sich in der Tüte befinden. Hat Lea bereits ein rotes Gummibärchen erwischt, so verbleiben in der Tüte noch 8 minus 1, also 7 rote Gummibärchen, dann noch alle 7 gelben und alle 5 grünen Gummibärchen. Hat sie zuerst ein gelbes Gummibärchen erwischt, so sind noch alle 8 roten und noch alle 5 grünen Gummibärchen in der Tüte vorhanden, aber nur noch 7 minus 1, also 6 gelbe. Und wenn Lea zuerst ein grünes erwischt hat, dann sind noch alle 8 roten Gummibärchen da und alle 7 gelben, aber nur noch 5 minus 1, also 4 grüne. Da jetzt das Baumdiagramm vollständig ist, kannst du nun die gesuchten Wahrscheinlichkeiten berechnen. Zuerst die Wahrscheinlichkeit, dass Lea 2 rote Gummibärchen zieht. Also zuerst ein rotes und dann noch ein rotes. Zur Berechnung markierst du dir zuerst am besten die relevanten Pfade in deinem Baumdiagramm, so wie ich das hier getan habe, und dann nimmst du entlang dieser Pfade die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten mal. Im Fall der 2 roten Gummibärchen rechne ich also 8 Zwanzigstel mal 7 Neunzehntel. Das ergibt eine Wahrscheinlichkeit von 56 380stel oder im Prozent 56 geteilt durch 380 mal 100, also gerundet 14,74%. Bei Aufgabe B, bei der die Wahrscheinlichkeit dafür berechnet werden soll, dass Lea kein gelbes Gummibärchen erwischt, gibt es schon etwas mehr zu rechnen. Zuerst einmal markiere ich mir wieder alle Pfade, bei denen kein gelbes Gummibärchen auftaucht. Das ist also rot-rot und rot-grün und grün-rot und grün-grün. Zur Berechnung multipliziere ich nun wieder entlang der einzelnen Pfade. Und da ich dieses Mal aber mehrere, also insgesamt 4 Pfade habe, welche relevant sind, addiere ich diese einzelnen Wahrscheinlichkeiten noch miteinander. Ich habe hier also die Wahrscheinlichkeit für ein rotes und noch ein rotes Gummibärchen plus die Wahrscheinlichkeit für zuerst ein rotes und dann ein grünes. Plus dann noch die Wahrscheinlichkeit für zuerst ein grünes und dann ein rotes. Plus dann noch die Wahrscheinlichkeit für
Zuerst ein grünes und dann noch ein grünes Gummibärchen. Zusammengerechnet ergibt das dann eine Wahrscheinlichkeit von 156 380stel oder in Prozent 156 geteilt durch 380 mal 100, also gerundet 41,05%. Prima, und damit weißt du, wie du Wahrscheinlichkeiten bei solch zweistufigen Zufallsexperimenten wie in meinem Beispiel ohne Zurücklegen berechnest. Und ich finde, dafür hast du dir jetzt ein paar Gummibärchen verdient. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und wünsche dir noch viel Erfolg beim Thema Zufall und Wahrscheinlichkeit. Vielleicht hilft dir auch noch eines dieser beiden Videos hier von mir weiter. Bis bald!